Ich muss erstmal diese Schaltung mal mit dem Mein Gott, ich drück jetzt selber da drauf. Ich hab keinen Bock mehr da drauf, Alter. Das ist definitiv nicht so in Ordnung. Oh, oh mein Gott! Scheinbar ist gestern Bürgermeister geworden und wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir sein Amt hier auch festigen. Und ich möchte heute gerne mit dem Bau des Palastes beginnen. Einen wunderschönen guten Morgen. Alter, Revi! Geil, Mensch! Wir hatten es gerade von dir, Revi. Ja, ich habe mir gerade einen Tesla bestellt. Echt, ja? Cybertruck? Nee, den Roadster habe ich mir gerade bestellt. Den Roadster, okay, der, geil. Den 215.000 kostet der aber. Wie viel PS hat der, den du dir geholt hast? Alle. Nice! Nee, ich hab ihn noch nicht bestellt. Ich will warten, bis er im Laden ist, aber dann würde ich mir vielleicht holen, Alter. Das ist mein Traumauto, wirklich. Ich liebe ihn. Das ist schon ein geiles Auto. Reefed wurde gegrieft, Alter. Was geht ab? Meine teuerste, meine Traumfrau, meine guteste. Och nö, bitte was nicht. Was ist geschehen? Nein, Kevin, Liebe ist da und du musst es akzeptieren. In Minecraft nur, ja? Trimax ist ja gestern zum glorreichen Bürgermeister ernannt worden. Und wir müssen natürlich heute einiges tun, um sein Amt zu festigen und auch seine glorreichen Wahlversprechen, die er ja gegeben hat, in die Tat umsetzen. Ich würde gerne mit dem Weißen Hausbau beginnen. Mit dem Beginn also des Baus des Weißen Hauses. Richtig. Ja, aber ich bin enttäuscht. Also, ich habe nicht erwartet, dass Max die heilige Warze in die Luft sprengen lässt. Die war sehr hässlich. Der sagt die ganze Zeit hier, ja, die heilige Warze und das ist die mächtigste Warze von allen. Ja, aber wir können ja die Kirche der Heiligen Warze öffnen, Kevin. Kirche der Heiligen Warze? Ja. Oh, das okay, ist aber ich darf Idee. Die bauen mit Rumatra. Okay. Lass wir uns bauen eine Warzenkirche. Und das egal, ist ja, und egal wie hässlich die ist, die muss stehen bleiben, die Warzenkirche. Perfekt. Ja, aber die muss richtig warzig aussehen, ne? Ja, kriegen wir hin. Wir bauen eine richtig schöne Kathedrale, ja? Hier kommt also das Weiße Haus hin, oder wie? Mit dem Oval Office und allem drum und dran. Finde ich interesting. Würde ich hier direkt in der Nähe hier die Kirche hinsetzen. Oder? Können wir das eigentlich machen. Ich bin ja gerade schon den Spawn am Flachlegen. Oh Junge, Warzenkatakomben, das klingt in der Mitte geil. Ja. Und ganz unten ist ein Warzenblock und der ist heilig. Und der wird mit so einer automatischen Piste nach oben gefahren, zu jeder Messe. Und dann wird der angebetet. Du bist ja heute on fire, Revi. Alter. Und dann heirate ich Antonia in dieser Kirche bald. Geil. Und einmal in der Woche müssen wir jemanden von der Stadt der Warze opfern. Ja, und es wird diese Woche wird's Petra sein, nächste Woche auch. Weil es gibt immer eine Volksabstimmung in der Mitte. Die Warze will Blut sehen. Gib der Warze Blut. Geil, da habe ich ja richtig Bock drauf. Können wir nochmal sprengen? Na. OP-Sprengung? Lass mal, ich habe auch Bock auf die Materialien. Ich will den ganzen Cleanstone haben. Okay. Ich würde die Kathedrale gerne aus weißen Blöcken bauen. Bone Block. Diese weißen Säulen, das hat schon was. Ja, Leute, wir haben 3000 Subs, Alter. 3000 fucking Subs. Holy fucking shit, Mann. Was geht ab? Erzähl's mir, Leute. Was geht ab? Sagt's mir bitte. Was geht ab? Sagt's mir jetzt und hier, was gerade abgeht, Leute. Krank geil. 3001 Subs, Leute. Auf den nächsten Subrang. Den es bei 3200 gibt, Leute. Ich werde meine Emotes komplett überarbeiten, Alter. Ich werde sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, das komplett neu machen, Leute. Crazy. Falls ihr mir noch nicht auf Twitch folgt, könnt ihr auch gerne hier reinfolgen, meine Freunde. Wir haben jetzt auch 15.000 Follower gemacht letzte Woche. Das ist auch sehr, sehr stark, Mann, wirklich. Willst du echt alles per Hand abbauen, Bro? Das dauert doch Jahre, Mann. Das hier noch Hand abbauen? Hey, ja. Ich hab doch 80% schon fertig. Brote wollte ich noch machen. Man könnte die Kirche zum Teil sogar noch mit in den Berg einbauen, Rumatra, weißt du? Dann hat man so eine Felsendom, weißt du? Das wäre auch ziemlich lit. Finde ich ganz geil. Fasht heute noch mit Reef, Leute. Reef wird heute brutal weggefasht. Okay. Ey, sag mal, Alter. Spark, Junge, was denn? Muss das sein, Revi? Ich will doch nicht. Ja, bitte, worum geht's? Spark, ich müsste was sagen. Könnt mal hier, mein Gutes da. Wenn ich dich sehe, dann werde ich ganz schön nass. Ja, das ist sehr gut. Ich sehe, dass du immer richtig feucht wirst, auch wenn du oben über die ganzen Flächen läufst, weil dann schwemmst du immer schön die Fackeln weg, die ich wieder zustopfen darf. Ja, Spark, so mache ich das. Sag mal, mein Gutes da, kannst du vielleicht mir ein bisschen was... Bist du irgendwo nach Sachsen gezogen? Komm mir so vor. Aber was Quarztauschen, mein Gutes da? Quarztauschen, wie viel brauchst du denn? Auch alles. Also bis der Sausack nicht mehr traden will. Der Sausack tradet unendlich oft, also ich habe unendlich Quarz. Ja, super. Ich habe meinen Hund gerade getreten, weil er da am Boden lag. Weil er am Boden lag, genau. Ja. Deswegen hast du ihn getreten. Du trittst auch noch rein, wenn er am Boden schon liegt. Alter, was für ein Dreckskerl. Alarm! Peter, Alarm! Ein Stack Quarz kostet bei meinen Villagern ein Stack Emeralds. Was? Also hast günstig ist es nicht ganz, aber ich habe zum Glück Emeralds zum Scheißen. Ich habe ein paar Doppelkissen wohl. Du bist so reich, Spark, Alter. Jetzt flex hier nicht so. Prinz Sparkus von Anhalt, Alter. Richtig. Prinz Sparkus von Anhalt, sehr gut. Revi?
Ich habe gerade herausgefunden, dass Rom ein eigenständiges Reich ist und hier Kaiser und so weiter, hat Kunga geschrieben. Wie konnten die? Und ich habe gerade herausgefunden, dass Basti lesen kann. Ja, aber wie konnten die bei unseren Wahlen teilnehmen? Moment mal, also sie unterwerfen sich nicht Trimax? Nein, lese. Aber sie haben trotzdem gewählt, oder was? Ja. Gut, wer ist Teil von Rom? JB und Kunga. Und JB, Kunga, ne? JB, glaube ich. Und an dieser Stelle enthalte ich mich, Leute. Also die werden sich nicht Max unterwerfen, oder wie? Kevin, wollen wir nochmal kurz vorbeigehen? So. Nö, gerade kein Bock. Hä? Ich warte lieber erstmal ab, was der Bürgermeister befehligt da. Ich vertraue lieber auf den Bürgermeister, seine Aussage, wenn es um den Krieg geht. Gut, ich rufe den Bürgermeister mal ganz kurz an, ja? Du sollst ans Telefon gehen, Alter, was will Revi denn? Saunerviger Hallo? Typ, was will Max? Der? Ey, sau wichtig, ganz kurz. Du kommst später noch Craft Attack dazu, ne? Später, ja. Okay, pass auf. Ich muss jetzt als Berater muss ich von dir eine Entscheidung kurz abfragen. Wir haben hier Rebellen aus Rom, die sich gegen uns richten wollen. Diese Rebellen aus Rom möchten deine autoritäre Herrschaft nicht anerkennen. Und jetzt die Frage, ob ich mit Kevin der Klinge mal kurz intervenieren und klären gehen soll. Ja. Ja? Ja, dafür ist Kevin die Klinge da. Wunderbar, danke, bis gleich. Sehr gut. Und /Status RP. Let's go, Alter. Bei dir? Männer, wir müssen vorbrechen und die Herrschaft unseres rechtmäßigen Königs und Bürgermeisters Trimax bestätigen. Kevin, die Klinge. Ja, warte. Wie sieht es bei deinen Pfeilen aus? Hast du noch Pfeile für mich, mein Gutes da? Wir müssen die Gegner mit unserer härtesten Kraft schlagen, Kevin. Und du wolltest gerade alleine rübergehen, Junge. Ich nehme mir 12 TNT mit, so Max es denn auch wolle. Ich brauche ein paar Pfeile und dann brechen wir vor, Männer. Wir werden, Gottverdammt nochmal, den autoritären Herrschaftsstil von Max auf alle Bevölkerungsschichten dieses ganzen verdammten Landes ausweiten und seine Herrschaft hier auch deckungsgleich ausbreiten. Bla, bla, bla. Kevin, tritt zu mir bei. Die Rebellen zu unterjochen. Zeigt mir eure gewetzten Schwerter und seid ihr bereit, was? Gegen die Gegner vorzugehen. Angriff zu den Römern. Ins Portal. Umstellen. Okay, guck mal, sie schreiben, sie suchen den Frieden und nicht den Kampf. Wir müssen ihn trotzdem umstellen. Hier runter. Ich habe mir einen Raumplan gemacht von denen. Okay, habe ich festgesetzt. Er steht. Stehen bleiben. Ja, renn weg. Guck mal, sie schreiben, wir respektieren die Dschungelregion. Warum denn direkt wieder hier so eine Gewaltlösung? Es ist keine Gewaltlösung. Wir wollen reden. Sie bauen ja eine große Versammlungshalle. Schau mal. Oha. Bestimmt, um von hier einen Komplott zu planen, um unseren König zu stürzen. Bürgermeister. König und Bürgermeister, so dem auch sei. Revi, mir gefällt diese Art, wie du das Ganze hier gerade angehst, nicht so. Kevin, tue dies, was Trimax mir beauftragt hat. Also ich glaube nicht, dass das hier im Max seinem Interesse war, dass wir hier einfach die Jungs angreifen. Volk. Kunga. Volk? Du sprichst uns mit Volk an? Was? Bist du der rechtmäßige Herrscher dieser Lande? Wir sind nicht Teil deines Volkes. Pass auf, Leute. Wir treffen uns Auge um Auge. Wo bist du? Auge um Auge. Wir suchen auch nicht den Kampf. Auge. Ich will gar nicht kämpfen. Wir wollen dich sehen. Wo bist du? Wir möchten dir das Gesicht schauen. Ach, guck mal, er sagt doch jetzt, er will gar nicht kämpfen. Also können wir das doch friedlich lösen. Richtig, aber ich möchte meinem Gegenüber ins Gesicht schauen, wenn ich mit ihm spreche. Kunga, wo bist du? Ihr habt gewählt, abgestimmt und euch dann als römischen Freistaat ausrufen lassen. Das ist nicht gestattet. Nein, es gibt einen erwählten römischer Reichsstaat. Freistaat. Dann dürft ihr doch auch nicht wählen. Dann hättet ihr an der Wahl nicht mit teilnehmen dürfen. Es gab keinerlei Abkommen mit euch. Ihr akzeptiert aber quasi Max als Bürgermeister von Craft Attack. Von der Dschungelregion, ja. Nein, als Bürgermeister. Des gesamten Projektes. Von der gesamten Craft Attack Region. Die ganzen Lande von Craft Attack unterstehen der rechtmäßigen und erwählten Herrschaft des Bürgermeisters Trimax. Ihr habt selber an der Wahl teilgenommen und damit zugestimmt, dass er der rechtmäßige Herrscher dieser Lande ist. Das stimmt von der Dschungelregion. Nein, aller Lande in Craft Attack. Das war allen hinlängst bekannt. Macht doch einfach mit und wenn ihr seht, dass. Also, ihr könnt ja immer noch sehen, ob Max ein guter Bürgermeister dann ist. Die Sache ist, Max hat uns mehrfach bestohlen. Das gute Recht lag damals in der Anarchie, die vorgeherrscht hat. Nun ist Trimax Herrscher dieser Lande und die Anarchie hat ein Ende gefunden. Meiner Meinung nach sollten wir ein Bündnis schließen, beziehungsweise einen Friedensvertrag aufsetzen. Hier bist du also. Hier bin ich, ja. Zieh mal deine Rüstung aus. Nee, das geht nicht. Hier ist römischer Boden. Ja und? Denkst du, wir haben Respekt davor? Ihr habt hier einen Freistaat ausgerufen, Kunga. Ja, deswegen solltet ihr aufpassen, was ihr sagt. Wir sprechen so, wie uns unser Herrscher aufgetragen hat. Wir möchten wissen, was eure Intentionen sind. Unsere Intention ist, ein Reich aufzubauen. Komm mit, Revi, ich zeige es dir. Komm. Dieser Freistaat, in dem, beziehungsweise das Reich, wir sind ja kein Freistaat, wir sind ja ein eigenständiges, agierendes Reich. Wir unterstehen nicht dem Befehl von Trimax, das ist korrekt. Aber Trimax hat die Wahl rechtmäßig gewonnen. Wie könnt ihr euch nicht dem Befehl von Trimax unterstellen? Das verstehe ich nicht. Wie könnt ihr euch jetzt auflehnen und an der Wahl teilnehmen? Das ist widersprüchlich. Ja, aber das römische Reich hat es schon immer gegeben. Naja. Wir haben an der Wahl teilgenommen, weil gesagt hat, jeder darf teilnehmen. Aber Reiche zerfallen auch in sich und werden in größere Reiche mit eingegliedert. So funktioniert eine Demokratie.
Das ist übrigens ein Verbündeter von uns. Moment mal, ihr habt also mit Rotpilz quasi eine Allianz gegründet. Nein, keine Allianz, wir verbündet habt ihr euch gegen uns allerdings. Ihr habt einen Pakt geschlossen untereinander, ohne uns davon zu unterrichten. Also seid ihr Gegner des Reiches. Ihr seid ja kein Reich, ihr seid ja einfach nur eine Stadt. Ihr habt ja einen Bürgermeister. Nein, wir sind keine Stadt. Der Bürgermeister herrscht über gesamt Craft Attack. So gesehen, dadurch, dass wir einen Bürgermeister gewählt haben, seid ihr so gesehen ja nur eine Stadt. Ihr seid kein Land. Der Titel mag falsch gewählt sein. Trotzdem ist seine Herrschaft unanfechtbar und gleichzusetzen mit dem eines Kaisers oder eines Königs. Warte mal, ganz kurz. Warum ist da ein Kreuz auf ein Fadenkreuz auf Papa Platte? Was plant ihr hier? Plant ihr etwa Terroranschläge? Nein. Und ihr habt mit Rumpel zusammen, er hat hier ein Fadenkreuz auf Papa Platte errichtet. Ihr wollt also, jetzt verstehe ich, was ihr vorhabt. Ihr wollt von innen unsere wunderschöne Demokratie zum Fall bringen durch Chaos mit Bündnissen mit diesem Rotpilz und anderen Leuten. Ich hätte doch bestimmt mit Patrick unter einer Decke den Terroristen. Patrick ist auch mit Rotpilz verbündet. Man sieht eine klare Grenze nach unten hin zum Dschungel. Da wird der Wald ein bisschen nicht so dicht wie oben wie beim Dschungel. Beim das See? Ist unser wenn wir expandieren wollen. Ihr seid Teil der Lande von Crafting. Es gibt keine gezogenen Grenzen. Die Grenzen enden da, wo Trimax sie festsetzt. Nochmals, Basti, das könnt ihr gerne machen. Das könnt ihr machen, solange das nicht, in unsere, nicht mit unseren Plänen korreliert. Ja, was sind eure Pläne? Wir wollen eine riesige Mauer ziehen um unser Gebiet herum. Ihr wollt euch einkesseln, damit ihr von dort aus einen Komplott schmieden könnt. Beschützen vor was? Wenn ihr uns doch gut gesinnt seid, warum wollt ihr euch dann beschützen? Vor den Pillagern, die haben in den letzten Tagen in fremden Zungen. Die Pillager-Invasion werden bereits durch die Stadtwache gegründet von Kevin der Klinge und mir und der Polizei von Early Boys zurückgehalten. Ja, aber ihr agiert nicht in unserem Gebiet. Ich habe euch noch nie bei uns agieren gesehen. Ja, weil ihr scheinbar ja gar kein Interesse habt, dass ihr bei uns Also, ich muss ehrlich sagen, ich finde das nicht gut, wie hier verhandelt wird. Es gibt eine Frontenbildung, du hast recht, Kevin. Nee, ich rede jetzt nicht von der anderen Seite, ich rede von unserer Seite her. Ich finde, dass wir vielleicht einfach mal Kunga die Vorteile zeigen sollten, also unseres Reiches zu sein, ja, sich quasi der Herrschaft, auch wenn das jetzt ein bisschen krass ausformuliert klingt, ja, der Herrschaft von Max zu unterwerfen, denn das bringt viele Vorteile mit sich, ja. Ich kann sowieso nicht für meine anderen beiden Partner noch sprechen. Deswegen kann ich heute so JB nicht und wer noch? JB und Johnny. Okay, und wenn wir euch jetzt, sagen wir mal, 3 Tage Zeit zum Bedenken einräumen, wäre das für euch angemessen? Aber was wäre, wenn wir uns nicht dafür entscheiden? Dann müssen wir leider schauen, ob wir entweder eine Allianz forgen oder euch den Krieg erklären müssen, wenn ihr als Bedrohung dargestellt werdet. Und da ihr gerade plant, eine Mauer zu errichten, naja, das sieht alles andere als friedlich aus. Und der Vorwand, zu sagen, die Pillager, das kauft euch nun wirklich niemand ab. Wenn ihr Chaos stiften wollt, dann seid gewarnt. Wir werden euch das nicht erlauben. Aber das hatte ja seine Gründe, dass ihr auch euch für Max entschieden habt, oder? Ist doch vollkommen logisch. Wir haben uns gar nicht für Max entschieden. Was? Wir haben nicht Trimax gewählt. Sondern? Wir haben... Ja, es gab ja nur eine andere Person, die gewählt worden ist. Also ich meine... Ja. Du kannst dich einfach wählen und sagen, oh, mein Kandidat hat verloren. Nun möchte ich aber jetzt wen anderen... Ja, aber die Entscheidung, unser Reich ist ja nicht entstanden dadurch, dass auf einmal Trimax Bürgermeister war, sondern uns gab es ja einfach schon von Anfang an. Nein, aber Trimax eint alle Reiche, ganz einfach. Und ihr seid Teil dieses großen Reichs von Trimax. Ja, wenn er die ganzen Reiche einen möchte, dann ist das ja eine neue Basis, auf der man aufbauen kann. Also seid ihr doch bereit zu verhandeln und Teilen zu nehmen? Ja, aber ich habe ja nie gesagt, dass ich nicht bereit bin, da zu verhandeln oder ähnliches. Da muss ich recht geben, Revi. Du tust gerade in deinem Kriegswahn nur das hören, was du hören willst. Das stimmt nicht. Ich möchte nicht wissen, was ihre Seite ist. Doch, schon so ein bisschen. Mit eurer Entscheidung teilzunehmen, habt ihr auch die Herrschaft des gewählten Bürgermeisters anzuerkennen. Ganz einfache Sache. Bis zur nächsten Wahlperiode. Ja, sicherlich, aber dann seid ihr nun geeint unter der Führung von Trimax. Wie gesagt, ich kann nicht für die anderen beiden sprechen, aber ich kann mich damit anfreunden, dass Trimax auf jeden Fall wieder eine Einigung finden möchte zwischen allen Reichen. Ja, also erkennt ihr Trimax als Bürgermeister an. Das ist die einzige Möglichkeit. Ja, ich werde Trimax bis zur nächsten Wahlperiode als Bürgermeister anerkennen. Das ist doch schon mal was. Gut. Sollte sich aber Trimax wieder erwarten, trotzdem dagegen entscheiden, anzugreifen, Kunga, und dein Angebot hier ausschlagen, dann befindet ihr euch unverzüglich im Krieg mit uns und habt auch dementsprechend zu reagieren, nur dass ihr es wisst. Aber ich nehme an, Trimax wird in seiner Weise natürlich nicht so entscheiden. Ja, in meinen Augen gibt es keinerlei Grund, um Krieg zu führen. Ja, da müsst ihr euch auch keine Sorgen machen, denn Trimax ist der Bürgermeister und nicht Revi. Hey Revi, der erste Bahnhof ist fertig. Wenn du dir mal angucken möchtest, dann weißt du... Siehst du hier? Trimax macht eine Menge für die Öffentlichkeit. Könnt ihr jetzt weitermachen unten. Der Bahnhof, der fährt quasi einmal im Kreis. Das heißt, du fährst quasi einmal raus in den Tunnel und wieder zurück. Dann siehst du jetzt, wie das aussieht, okay? Oh, RP-Status wegmachen. Das ist vorbei. Endlich. Das ist vorbei. Endlich. Ui.
Warum? Das war doch toll. Kunga, hättet ihr auch Interesse an das Handelsnetz angeschlossen zu werden? Ja, definitiv. Wir haben da voll Bock drauf. Können wir jetzt eventuell mit ein wenig Eisen den Berg dann auch ledig machen? Und mit einem, also ich brauche leider, es muss leider doch ein ganz großes Stück von dem Berg verschwinden. Ich kann eine sphärische Sprengung, das ist ein Zungenbrecher, ne? Sphärische Sprengung machen, klar. Wie viel TNT brauchst du dafür? 15 Stück und 15 Minecarts. Das ist die größte oder eines der größten Wirkungsgrade, die wir haben können. Okay, also ich sag's aber meinst du, wir kriegen viel von dem Berg damit weg? Ich hoffe. Es ist eine ziemlich starke Sprengung, die wir jetzt machen. Ziemlich gebündelte Sprengung. Wir werden es ja gleich sehen. Okay. Let's see. Oh yeah, okay. Wir sind ein gutes Team. So, jetzt machen wir noch alles hier zu. Dann geht hier gleich die Post ab. Und einfach die letzte Fackel abbauen, ne? Nein. Noch nicht. Sobald du die Fackel wegnimmst, ein bisschen nach hinten laufen, dann macht's gut. 3, 2, 1, go. Okay, Von außen steht der Berg noch. Ich sehe nicht so viel geändert, glaube ich. Geh mal rein in den Berg. Oh, ja, hier ist großer Teil weg. Geil, nochmal. Oder Chat, was sagt ihr? King Junge Dena ist da. Ja, Dena kann er mitmachen. Wir dürfen, nein, um Gottes Willen. Nein. Der sabotiert das und es geht alles nach hinten los. Bitte lass ihn da raus, bitte. Ja, hast recht. Alter, das ist ziemlich heißes Eisen hier, alter Joe. Ich gebe dir den Zündschlüssel, Revi. Leute, Riesensprengung, auf geht's. Okay, 3. Oder soll ich das machen? Soll ich das machen? Nein, wir machen beide, okay? Macht gar keinen Sinn. 3, 2, 1, go. Oh mein Gott. Hab ich Schaden gekriegt. Boah, Digga, das hat auf jeden Fall reingefetzt, Alter. Aber guck mal, Bro, das hat auf jeden Fall ordentlich geholfen. Nochmal eine davon, dann haben wir auf der anderen Seite komplett alles weg. 3, 2, 1 und Zündung, Leute. Boah. Geile Olga. Nee, ich soll ja hier ein bisschen was mit aufbauen. Guten Abend. Dena, mein gutes Star, wie geht es dir? Wie kannst du denn die Wahl machen, ohne mich zu fragen, für wen ich stimme? Hä? Okay, ich glaube, das klingt nicht danach, als wenn Dena damit einverstanden wäre. Also, Dena, ich komme zurück nach Hause und auf einmal ist jemand Bürgermeister. So eine Scheiße. Das verstehe ich nicht. Kann ich jetzt, wenn du 3 Wochen weg bist, Alter? 4. Ich war 3, 2. Raus hier, die Sprengung kommt. Oh mein Gott, das wird hier alles in die Luft fliegen. Ich stehe mit einem Berg. Revi, ich bin jetzt nicht in Ordnung, ne? Wo zur Hölle seid ihr gerade am Springen? Spawn. Ja, da wird nämlich das Haus vom neuen Bürgermeister gebaut. Und die Kirche. Vom neuen Bürgermeister, vom nicht legitimen Bürgermeister, meint ihr wohl. Der wurde mit einer Mehrheit gewählt. Dena, ob du gewählt bist oder nicht. Zwei Stimmen ist er im Vorteil. Der kann nicht an die Tür, wenn du keine Briefwahl beantragst, Alter. Hätte es nicht ändern wollte können. Briefwahl beantragen und wurde irgendwie nicht stattgegeben. Ich habe das Gefühl, der Bürgermeister hat nicht mal eine Ahnung, wer hier überhaupt alles mitspielt. Das stimmt. Der Bürgermeister hat keine Ahnung von irgendwas. Der Bürgermeister kennt zwar nicht die Stimmen der Leute, aber er kennt die Stimme der Leute. Und das ist wichtig, Dena. Die einzige Stimme, die er kennt, ist deine und dann glaubt er dir, dass du irgendwas, was du erzählst, was aber vielleicht gar nicht stimmt. Trimax ist der rechtmäßig erwählte Bürgermeister und daran wird sich nichts ändern, lieber Felix. Du hier bist und nicht, das glaube ich jetzt, das reicht jetzt nicht, das kannst du nicht einfach so behaupten und fertig ist das Ding. Es ist aber so. Was sind 3 Wochen? Nochmal eine Wahl. Ja. Dann wählen wir nämlich Trimax ab. Dena, du bist auch Sprengmeister hier, oder? Nein, Dena darf das nicht sehen. Das ist unsere Sache. Ich wollte dir nur sagen, was man alles mit Sprengung machen kann, was du vielleicht noch gar nicht wusstest. Sag ihm das lieber nicht. Nein. Alles gut, Felix, das musst du gar nicht wissen. Ich glaube, wenn Revi sagt, das muss ich mir nicht anschauen, muss ich ganz schnell mal vorbeikommen, kann das sein. Alter. Warum redest du eigentlich in letzter Zeit so nasal? Bist du irgendwo mit dem Auto gegen die Wand gefahren? Ich bin erkältet, Alter. Klingst wie Romatra, Alter. Klingst du wie so ein Minecraft-Villager. Das stimmt nicht. Kannst du bitte, bevor du weiter schaberst, deinen Status zu erbringen? Revi, gib mir mal ganz kurz die TNT-Minecarts. Jetzt muss es schnell gehen. Dena, du weißt, wie lange TNT braucht, bis er explodiert? Ja. Frage. Das kann ich ganz gut abschätzen. So. Ich muss erstmal inspizieren hier. Wo geht denn das hin? Wir machen das so mit dem Zeitzünder. Komm mal her. Du gehst jetzt gleich hoch, drückst den Knopf und dann dauert es 5 Sekunden, bis der TNT explodiert. Okay, sag Bescheid, wenn du drückst. Können wir? Hier, wo ein TNT schon direkt daneben ist. Genau. Dann dauert es 5 Sekunden. Hey, wenn man das drückt, wird das TNT aber sofort explodieren. Nein. Mann, das dauert doch 5 Sekunden. Jetzt komm, Alter. Jetzt drück den Knopf. Ich muss erstmal diese Schaltung mal mit dem Knopf. Mein Gott, ich drück jetzt selber da drauf. Ich habe keinen Bock mehr da drauf, Alter. Junge, das ist. Also, ich weiß nicht, ob das. Also, Sprengmeister machen das normalerweise nicht so. Das ist definitiv nicht so in Ordnung. Oh mein Gott! Ich bin nicht so reich! Oh mein Gott! Junge! Oh. Joe, du hast gesagt, du hast nach 5 Sekunden... Baby! Oh Mann, ey, ich hab dir die ganze Zeit im Chat geschrieben. Lest doch mal den verdammten Chat, du Idiot. Oh Joe, das war eine Falle? Dann ist es deine Schuld, dass ich gestorben bin, Joe! Ja.
Nein, eigentlich ist es dein. Alter, Joe, das farmst du mir alles neu, Alter. Ohne Soten hätte ich dich überlebt. Ah, Endermännergriff. Alter, läuft nackt, Revi. Joe, Kraft, Hilfe. Wie das du? Warte. Was? Ich hab nicht lange gebraucht, ich hab sofort gesehen, dass das eine Falle ist. Und deswegen habe ich sie ja nicht ausgelöst. Und dann kommst du einfach an und pumm, haust sie kaputt und tötest uns beide. Ich hab das sofort erkannt. Ich bin nicht umsonst Sprengmeister, Dana. Ich kenne mich schon damit aus. Es war so lustig. Das tut mir unendlich leid. So, bitteschön. Kevin, wie geht das? Ich bin allein zu Hause, ja? Ich flieg hoch zum Spawn, Alter, dann wird schnell nochmal gefasht. Let's go. Komm, mega einfach, Leute. Es ist einfach toll. Mach's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.